Das war mir ein bisschen unangenehm. Und, oh, Entschuldigung. Ich bin zu alt für sowas. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu alt für sowas, weil ich bin echt müde. Ja, moin moin ihr Lieben, da bin ich wie versprochen schon wieder und melde mich zurück von einem ja ereignisreichen Sonntag, von dem ich euch jetzt ein bisschen was erzählen und zeigen möchte, denn ich war hier, ich habe das Bändchen noch an, das werde ich auch erst morgen abmachen, damit ich das auch immer wieder angucken kann, weil ich es nach wie vor nicht so richtig glauben kann, dass ich das gemacht habe. Ich war heute in Wacken. Ich war in Wacken. Yeah. Was mache ich im Februar in Wacken? Das war der Drucker. Ja, da gab es das Dreitagesfestival Wacken Winter Nights. Das ist quasi die Light-Version von VOA im ja, im Sommer. Mit Wacken liebäugle ich schon seit vielen, vielen Jahren. Zum ersten Mal habe ich davon gehört, das weiß ich noch, da bin ich mit meiner großen Tochter, da war die damals 7 oder 8, nach Flensburg gefahren. Und zwar genau an dem Wochenende, wo dieses Festival in Wacken stattfand. Und ich habe es einfach nicht kapiert, was das ist, was die da alle wollen. Und hatte auch so ein bisschen ja, Respekt vor diesen ganzen Gestalten, die man da sieht. Und das ist allerdings schon, wie gesagt, fast 10 Jahre her. Inzwischen bin ich selber eine von diesen Gestalten geworden. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Aber wie gesagt, seit ein paar Jahren träume ich da quasi von, dass ich da einmal in diesem Leben hin möchte. Und beobachte das auch jedes Jahr aufs Neue. Und seit 3 Jahren gibt es eben dieses Wacken Winter Nights. Ich wollte da letztes Jahr schon hin, habe mich aber nicht getraut. Ich habe mich tatsächlich nicht getraut, aus bekannten Gründen. Meine Sozialphobie ließ da noch wirklich grüßen. Und ja, was hat mich jetzt dazu bewegt, das dieses Jahr zu machen? Ich muss es ganz klar sagen, das war das Erlebnis im Dezember, als ich auf dem Within Temptation Konzert war. Das hat mir wirklich so viel gegeben und so viel gebracht, dass ich, ja, dass ich da dann doch etwas mutiger geworden bin. Und wie gesagt, diese Wacken Winter Night im Auge hatte, wollte da einen Familienausflug draus machen, denn es gab Tagestickets, weil 3 Tage kann ich das nicht bringen, auch wenn ich das bringen würde wollen, irgendwann, auf jeden Fall. Nur aktuell kann ich es noch nicht bringen und habe eben diesen Sonntagnachmittag ins Auge gefasst. Wollte ursprünglich zusammen mit den Kids, meinem Mann und mit den Kids dahin. Allerdings hat die Hanna morgen eine Theateraufführung in der Schule und ja, braucht noch ein bisschen Zeit zum Üben, zum Lernen und sie hat dann abgesagt und die Kleine wollte dann auch irgendwie nicht mit und das fand ich jetzt auch nicht so tragisch, weil ich ja erstmal gucken wollte, wie ist das so, was geht da ab und ist das überhaupt was für die Kinder? Ja, und wie gesagt, mein Mann und ich haben uns dann heute Morgen auf den Weg gemacht. Wobei, ich muss zugeben, ich erzähle das jetzt so cool, aber eigentlich habe ich heute Morgen immer noch nach Gründen gesucht, da nicht hinzufahren. Weil auch wenn ich natürlich mutiger geworden bin, habe ich immer noch genauso viele Zweifel. Und wenn es drauf ankommt und der Tag näher rückt, er ging relativ spurlos erstmal an mir vorbei, auch gestern, als ich ins Bett gegangen bin. Aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, fiel mir ein, Scheiße, wir fahren heute echt nach Wacken. Wir fahren da heute hin. Und dann habe ich irgendwie, ja, ein bisschen Schiss gekriegt. Und habe versucht zu kneifen und habe das versucht, dass ich meinem Mann ein bisschen Angst einreden wollte,
Weil mein Mann ist ja jetzt auch nicht so der Mettler. Im Gegenteil, ich glaube, der ist eher so ein verkappter Schlagerfuzzi und will es nur nicht zugeben. Und wobei er jetzt ja auch so ein bisschen cool geworden ist. Also er hat ja, er hat jetzt so seine Frisur und seinen Bart. Der optisch entwickelt er sich schon so ein bisschen weiter. Aber eher so in die Wikinger-Szene. Ja, wir sind hier in Wacken und ich gehe jetzt mal aufs Klo. Weil dieses Wacken Winter Nights jetzt kein Heavy-Metal-Konzert oder kein Heavy-Metal-Festival in dem Sinne ist, sondern eher ein Mittelalter-Wikinger-Fantasy-Metal-Fun-Festival Also alles, eine Mischung aus allem. Und deswegen war er da sehr interessiert dran und hat sich da von mir nicht beirren lassen. Wir sind dann gegen Mittag losgefahren. Wacken ist ungefähr 1 Stunde und 20 Minuten von uns entfernt. Also gar nicht so weit weg. Und ja, da ging's los. Und plötzlich waren wir in Wacken. Und ich muss zugeben, ich war sehr aufgeregt. Ich musste die ganze Fahrt über auch ständig auf Toilette. Und ja, dann sind wir da erst durch die Walachei und die Pampa gefahren. Und ich konnte es gar nicht so richtig glauben, dass wir tatsächlich am Ziel sind. Aber es ist tatsächlich so, wie es auch, wenn das Wacken-Festival im Sommer ansteht,
wo immer ein Riesenhype drum gemacht wird. Es ist tatsächlich ein ganz kleiner Ort inmitten einer Pampa, die sich keiner vorstellen kann. Da ist nichts drumherum. Nichts außer Wiesen, Felder, Schafe und Kühe. Und mittendrin, ja, diese ganzen Mettler und Heavies, das ist wirklich krass. Was stand da gerade? Doch, hier rüber, ne? Ja, und als ich dann aus der Ferne schon, ja, diese Wacken, ja, wie nennt man die? Das sind ja schon irgendwelche Wackendenkmäler, ne? Das ist ja schon beeindruckend. Und da habe ich immer von geträumt, dass ich mal, ja, dieses Eisenteil, diese Wackenschrift einmal anfassen darf. Und das war tatsächlich möglich. Also da stehen tatsächlich diese, ich nenne sie mal Denkmäler, diese Wackendenkmäler rum, die man dann fotografieren kann und ja, für Fotos für sich nutzen. Was wir natürlich getan haben. Da habe ich mir immer schon gewünscht, davor zu stehen. Ja, und bevor es dann weiterging, wir sind dann weitergefahren, kamen dann auch Richtung Parkplätze und dann sind uns schon, ja, sind uns schon die ersten Festivalgäste, ja, über den Weg gelaufen und da habe ich irgendwie, ist mir richtig warm ums Herz geworden, als ich diese ganzen, ich will nicht Freaks sagen, weil das hört sich so abwertend an, aber diese ganzen andersartigen Menschen gesehen habe, die alle irgendwie eine Leidenschaft geteilt haben. Und ich muss zugeben, als ich dann diesen Campingplatz aus der Entfernung gesehen habe, sind mir tatsächlich schon die ersten Tränen gekommen. Ich wollte natürlich nicht, dass mein Mann das mitkriegt, weil wie erklärt man das? Wie erklärt man diese Gefühlsregung? Und deswegen habe ich es auch ganz gut verheimlichen können. Es gibt einfach viel zu viele Vorurteile gegen die Heavy-Metal-Szene, gegen die Gothic-Szene und wie heißen sie denn alle? Ich weiß es gar nicht. Gothic-Punk, Steampunk, keine Ahnung. Ich kenne diese ganzen Schubladen nicht. Ich weiß nur, dass ich mich in all diesen Schubladen wohlfühlen würde. Denn wir sind, ich sage bewusst wir sind keine Satanisten. Wir sind auch nicht alle Antichristen und wir beten auch nicht den Teufel an oder sind, wie die Kirche so gerne sagt, Freunde des Teufels. Wir sind auch keine Nazis. Das Vorurteil habe ich auch schon mal gehört, dass alle, die diese Krachmusik hören, irgendwie alle nicht ganz dicht sind, alle aggressiv sind und ausländerfeindlich, keine Ahnung was. Also das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Das sind alles. Ich meine, es gibt immer solche und solche. Aber die meisten sind wirklich sehr warmherzige, emotionale, friedfertige Menschen, die einfach anders sind. Und dieses Anderssein kann ich teilen, fröne ich auch und fühle mich daher bei diesen Menschen in bester Gesellschaft habe ich tatsächlich festgestellt, dass es immer so Liebe auf den ersten Blick, wenn dann so ein Typ in Schwarz und großem Bart und ganz furchtbar aussieht, einen dann anlächelt, so wie dieser Parkplatzmensch, der war mir echt sympathisch.
Moin. Hallo. Einmal Tagesparker, sagst du? Ja. Einmal schon mal den für dich. Ja. Da fährst du hier gleich rechts rum rauf. Rechts rum. Immer geradeaus und fast so ziemlich am Ende. Links, da siehst du auch die Autos einzeln stehen. Mhm. Gibst du mir noch einen wieder? So? Ein Euro für dich? Ein Trinkgeld? Gut. Ja, es ist ein schönes Wetter heute. War ich heute gut. Dankeschön. Dankeschön, viel Spaß. Ja, danke, tschüss. Ich fand den nett. Was hat er jetzt gesagt? So. Ja, das reicht schon im Rollstuhl. Wir haben noch eine Karte über. Ja, und dann sind wir auf den Parkplatz gekommen. Ich habe mich dann relativ wieder gefasst und habe einfach nur gestaunt. Ich habe gestaunt, wie diese Abläufe sind, wie diese Organisation läuft. Das ist ja wirklich, das ist ja, da weiß jede Hand, was die andere tut. Und die ganzen Fans, die da kommen, scheinen sich da auch wirklich wohlzufühlen und sich auch an alle Regeln zu halten. Also es war wirklich, das war vorbildlich, wie ich das empfunden habe. Also bei denen, ich glaube, es waren knapp 5000 Menschen da, habe ich gelesen. Und allein als wir von dem Parkplatz zum Festivalgelände gelaufen sind, das war gut eine Viertelstunde, die wir da unterwegs waren, ein bisschen länger, weil ich musste schon wieder pinkeln in irgendeinem Wald. War voll unnötig, weil ich nämlich festgestellt habe, dass sie da alle 500 Meter ein Dixi-Klo hingestellt haben. Extra für mich. Wo war ich? Ach so. Also es lag da so gut wie kein Müll rum. Es lag da kein Müll rum. Das war unglaublich. Und was ich auch sehr faszinierend finde, wir mussten tatsächlich vom Parkplatz aus ein Stück durch dieses Dorf latschen. Und die Anwohner, die standen dann teilweise an den Gartenzäunen, haben sich unterhalten oder sind mit dem Hund gegangen. Und das hat die wirklich überhaupt nicht gejuckt. Im Gegenteil, die haben freundlich gegrüßt, die waren am Staunen. Da waren ein paar Omis mit dem Rollator unterwegs. Die haben dann tatsächlich auch leere Flaschen gesammelt aus dem Müll, weil, wie gesagt, die braven Mettler und beziehungsweise die braven Festivalbesucher haben ja alles brav in Müll geschmissen. Also wie gesagt, also das hat mich sehr beeindruckt. Wir kamen dann am Festivalgelände an, haben dann noch kurz versucht, unsere übrig gebliebene Karte irgendwie loszuwerden. Das war mir ein bisschen unangenehm. Da kam meine Sozialphobie tatsächlich wieder zum Vorschein. Mein Mann hatte da weniger Berührungsängste, die Leute anzusprechen, ob sie nicht noch eine Karte wollen. Ich kam mir da eher vor wie so ein Krimineller, der auf dem Schwarzmarkt eine Karte loswerden will. Aber wir wollten sie ja zum halben Preis verkaufen. Aber irgendwie habe ich meinem Mann dann gesagt, wir sollten das einfach lassen und das als Lehrgeld verzeichnen. Und ja, ist halt dumm gelaufen. Aber wir sind dann tatsächlich dann irgendwann rein. Und ich war total überwältigt. Also ich war überwältigt von diesen Menschen, die da waren. Also als ich das Festivalgelände betreten habe, das war wirklich eine völlig andere Welt. Nicht nur die Menschen, die überall waren und teilweise die Kleidung, die getragen haben. Das waren wirklich Verkleidungen teilweise. Wirklich anmutige, mittelalterliche Klamotten, Wikinger, Schotten. Also dieser Schottenlook war sehr beliebt. Fantasy auch viel. Dieses Steampunk. Was war denn da noch? Aber worauf ich hinaus will, diese Gerüche, diese unendlich vielen Gerüche. Ich muss zugeben, am Anfang hat mich das ein bisschen irritiert, weil ich das teilweise absolut. Oh, kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich nur davon rede. Das war wirklich überwältigend. Das waren. Natürlich waren da viele Buden, natürlich waren da auch viele Essensbuden, wo Gerüche herkamen, aber es war auch ganz viel. Ja,
Räucherstäbchen, das war das, dieses ganze Gelände hat einfach nur wunderbar geduftet. Also das hat mich wirklich glücklich gemacht, da zu sein. Mein Mann, kann ich jetzt nicht so einschätzen, wie es dem ging. Ich glaube, der war am Anfang auch ein bisschen überfordert von der Gesamtsituation, weil er absolut nicht wusste, was ihn erwartet. Und sind wir ein bisschen auf Entdeckungsreise gegangen, haben uns da die ganzen Stände angeguckt. Das war ja wirklich unglaublich, was da alles verkauft wird. Das war wirklich ganz toll und ich hätte mich da eindecken können mit sämtlichen Zeugs und da hätte ich mich reinlegen können. Ganz, ganz tolle Sachen, aber man muss ja auch ein bisschen, ne, man kann ja nicht so, ne? So, dann sind wir weitergegangen zum nächsten Festzelt, denn, beziehungsweise zur nächsten Bühne, denn da dröhnte uns schon so richtig gute, positive Stimmung entgegen. Das war... so eine Mischung aus Schandmaul und den Höhnern. Ganz lustig, es hat mich tatsächlich an Karnevalsmusik erinnert und irgendwie, ja, angezogen, magisch angezogen. Ja, und dann sind mein Mann und ich dann da rein. Ich habe mich sofort wohl gefühlt, obwohl es richtig voll war da drin. Und dann habe ich mich einfach mal dahingestellt und habe diese Stimmung auf mich wirken lassen. One, two, three, four. Yo-ho! Black Sails at midnight. Yo-ho! Sehr, sehr geil. Black Sails! Und was passiert? Mir kommen die Tränen. Mir kommen die Tränen unaufhaltsam und ich habe es dann auch einfach zugelassen, weil es war einfach so. Mein Mann hat dann versucht, mich zu trösten, wobei er mich ja nicht trösten musste, weil ich war ja nicht unglücklich. Im Gegenteil, ich war einfach, ich war überwältigt. Das war einfach wunderschön. Das ist, ich weiß nicht, also es hat jetzt nicht, es war natürlich auch die Musik, aber es war wirklich die Stimmung, die ich da aufgenommen habe. Und die war, ich weiß nicht, wie viele Menschen da drin waren. Vielleicht waren 1000 Menschen da drin und diese 1000 Menschen mit ihrer Stimmung, mit ihrem, ja, positiven Gefühl, inklusive der Band, hat mich in Tränen ausbrechen lassen. Mal wieder. Eine interessante Erfahrung, weil ich dann natürlich auch immer wissen möchte, was bewegt sich jetzt da in dir? Ist das jetzt, bist das jetzt du? Bist du jetzt traurig? Oder warum, verdammt nochmal, kommen dir die Tränen? Ja, ich habe dann diese Welle. Das ist ja immer so eine Welle, die dann kommt. Akzeptiert. Kurz ausgehalten. Und dann habe ich ein bisschen Party gemacht da. Ja, das war toll und das war schön und wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich da tatsächlich bis spät in die Nacht geblieben.
Aber als Mutter von zwei Kindern und die eine muss morgen ein Theaterstück aufführen. Das heißt, ich musste oder wir mussten dann irgendwann auch wieder nach Hause. Wir haben uns dann auf den Rückweg begeben, haben dann noch ein bisschen was gegessen, sind noch ein bisschen gebummelt, sind dann irgendwann raus und dann fiel mir ein, dass ich ja noch eine Karte habe. Und wir hatten dann an der Kasse nochmal mit denen gesprochen. Das war mir natürlich klar, dass sie die Karte nicht zurücknehmen. Aber ich wollte auch ein bisschen die Erlaubnis haben, dass man die abgeben oder loswerden kann, weil das ist immer ein bisschen blöd, wenn man vor der Abendkasse steht und seine eigene Karte verkauft. Das war mir ein bisschen unangenehm. Und oh, Entschuldigung. Oh, ich bin zu alt für sowas. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu alt für sowas, weil ich bin echt müde. Ja, jedenfalls habe ich dann ein Gespräch mitbekommen von einem Pärchen mit Kind. Die wollten sich das mal angucken, wollten aber nicht den vollen Preis bezahlen für alle, weil nur zum Gucken wäre das ja auch ein bisschen teuer geworden. Und dann habe ich mir gedacht, du bist so glücklich, du hast so einen tollen Tag gehabt, du möchtest dieses Glück gerne weitergeben. Und dann habe ich diesem Pärchen mit Kind diese übrig gebliebene Karte einfach geschenkt. Die haben ein bisschen blöd geguckt. Die haben wahrscheinlich auch gedacht, wo ist der Haken? Aber es gab keinen Haken. Ich wollte einfach diese Karte loswerden und ja, den beiden oder den dreien mit Kind auch die Möglichkeit geben. Weil es waren viele Kinder da. Ich glaube, die hatten auch Spaß. Fazit des Tages, Wacken hat mich nicht zum letzten Mal gesehen. Und ich weiß auch, dass ich irgendwann auch bei diesem großen Festival dabei sein werde. Dieses Jahr sicherlich nicht. Denn, und das ist wirklich das Tragische an der Sache, das ist wirklich tragisch, das habe ich gesehen, als ich auf dem Festivalgelände da rumgelaufen bin. Ja, unglaublich aber wahr, Within Temptation spielt im Sommer in Wacken. Und das musste ich erstmal verarbeiten. Das wusste ich zwar schon irgendwie, habe ich das am Rande mitgekriegt, aber ich habe es noch nicht so richtig, ich habe es, glaube ich, verdrängt. Denn wenn man sich mal die Wackenpreise anguckt, beziehungsweise die Ticketspreise, es gibt nämlich da keine Tageskarten, sondern nur 3 Tagestickets und die kosten, glaube ich, so um die 260 Euro. Und wenn man dann feststellt, wenn man auf der Seite guckt, dass natürlich schon am ersten Tag damals, ich glaube im Herbst oder so, waren die Vorverkäufe, dass alle Karten ausverkauft sind und man dann bei eBay guckt, ob da nicht noch irgendeiner seine Karte loswerden will und dann plötzlich die Preise sieht, dann weiß ich, dass ich diesen Sommer ganz bestimmt nicht nach Wacken fahren werde. Selbst wenn ich es wollen würde. Also das kann sich ja kein Mensch leisten. Ich meine, das können sich 70.000 leisten, aber ich gehöre jetzt nicht zu den 70.000. Mehr passen da nämlich nicht rein. Dieses Jahr sicherlich nicht, auch wenn mit Within Temptation, ja, das somit der Hauptgrund gewesen wäre, warum ich da auch hin möchte. Sabaton spielt übrigens auch und Joachim Witt, das ist wirklich schwer zu ertragen, da nicht sein zu dürfen. Aber mal ehrlich, wie soll ich das machen? Aber unabhängig von dem Finanziellen, da müsste ich ja immer hin und her fahren, weil ich weiß nicht, ob meine Kinder, mein Mann 3 Tage auf mich verzichten könnten. Nur weil die Mutter meint, auf dem Heavy Metal Festival abhängen zu müssen. Mit 41, aber das ist mir echt aufgefallen, das ist nicht nur was für junge Leute, da sind ganz viele
Ja, auch der älteren Generation, da sind auch Senioren, die haben, glaube ich, sogar da gecampt. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Von wegen, hier muss sie jetzt mal wieder ihre Jugend nachholen. Könnte man meinen, weil ich habe tatsächlich, ohne Scheiß, ich habe keine Jugend gehabt. Ich habe noch nie in einem Zelt geschlafen. Ich habe noch nie so derart auf dem Festival bin ich eskaliert. Das kenne ich alles nicht. Das habe ich alles nie gemacht. Aus Gründen, auch aus Angstgründen. Und vielleicht ist das mit ein Grund, warum ich ja so ein bisschen die Sehnsucht entwickle, mich da in Zukunft, ja, da mehr in Zukunft mehr zu machen. Wie gesagt, Wacken wird immer oder wird in den nächsten Jahren immer wieder ein Thema bei mir werden. Und ja, falls mir auch einer seine Wackenkarte schenken möchte für das Sommerfestival, ich wäre dabei. Ich wäre dabei. Ich würde auch immer fahren. Ich würde morgens fahren und abends brav wieder zurückkommen oder je nachdem, wann die spielen. Ja, Spaß beiseite. Nee, also. So viel zum Thema, wie ich heute meinen Sonntag verbracht habe. Ich kann an dieser Stelle echt nur sagen, Leute, dieses Rhythm Temptation Konzert, diese mega Überwindung, diese Angsterfahrung oder diese Erfahrung aufgrund der Angst zu machen, dass es nicht so schlimm ist, wie man es sich vorstellt, hat mich dazu getrieben, dass ich heute diesen Ausflug, ich nenne es mal Ausflug, gemacht habe. Und auch heute habe ich wieder festgestellt, es war überhaupt nicht schlimm, es war einfach nur schön und natürlich auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch ein bisschen anstrengend, eben weil ich so angespannt war und ja, man das auch nicht gewohnt ist, ne? Weil man sich ja immer in seiner Komfortzone versteckt. Und das werde ich in Zukunft auch immer mehr ändern. Und ja, ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuhören, fürs Begleiten und bis bald mal wieder. Ciao! I make barrels of whiskey, it ain't no champagne. It's something I process to keep away the pain. What I share with you, my love, is the biggest secret I've ever had. I make barrels of whiskey, it ain't no champagne. It's something I process to keep. Okay, Ende Gelände, aus die Maus.